So, willkommen zurück zu Stardew Valley und ich sag euch eins, es geht gleich schon richtig toll los. Er fängt sofort an mit dem Knistern. Finde ich ja jetzt schon richtig super, dass er jetzt gleich sofort am Anfang damit loslegt. Mann, was da eigentlich nochmal? So, was war das? Das ist Göder. Ah, genau. Göder, die wollte ich jetzt ganz kurz noch wegpacken. Denn ich wollte heute mal in der Folge Richtung Untergrund gehen. Und dafür gehen wir hier lang. Also ich wollte halt mal wieder in die Höhle gucken. War das hier schon immer so? Ich habe ja eure Kommentare gelesen. Es soll jetzt irgendwo ein Bahnhof hinter Robins Haus freigeschalten sein, aber... Oh! Ist das hier der Bahnhof? Das müsste dann wohl der Bahnhof sein. Das sieht aus wie ein Bahnhof. Und das sieht aus wie ein Bad. Danke, dass ich ja ganz kurz durch darf. Okay. Das ist jetzt, du bist zu schwach, um es aufzuheben. Spind riecht schrecklich. Okay. Kann ich duschen gehen? Versuchst angezogen zu duschen? Ja, hallo, wenn ich hier schon lang gehen darf? Okay. Okay, nettes Detail. Hier in der Sauna darf man nicht laufen. Und ich stelle mir gerade die Frage, warum zur Hölle habe ich alles mit dabei? Ja. Ja. Oh, cool. Ja, machen wir einfach mal. Wieso auch immer. Was ist hier mit der Sauna auf sich? Kommt wahrscheinlich noch im Verlauf des Spiels. Ach, aber jetzt darf ich nicht mehr duschen gehen, ne? Und auf Toilette darf ich auch nicht gehen. Päh. Was ist, wenn ich mal ganz trinken muss? Diskriminierung. Ja, ich weiß, ich hätte auch eine Sense nehmen können, aber egal. Oder Schwert. So, was haben wir... Oh, da hinten haben wir noch was. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Würzbeere. Nö, da ist nichts. Oh, da haben wir noch was. Cool. Okay. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Also viel ist jetzt hier nicht, außer so ein bisschen was zum Einsammeln. Aber das war's dann auch. Da macht es, glaube ich, mehr Sinn, einfach mal runter in die Höhle zu gehen. Vermute ich jetzt einfach mal so. Da weiß ich immer nicht, wofür die Dinger sind. Der redet eh nicht mit mir, ist mir jetzt auch egal. Da ist noch nicht offen. Das heißt, ist hier noch irgendwas passiert? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier wieder in die Etage 20, denn wir müssen ja noch nach Etage 40. Oh. 21. Ach, schon wieder du. Ich möchte gerne hier Ressourcen sammeln. Bevor wieder diese blöden Fliegen kommen. Und das Knistern, das nervt sowas von derbe. Ich hoffe echt, dass hier bald der Patch kommt. Ja, komm runter. Da ist gerade so eine Larve gewesen. So. Wenn ich keinen Bock habe,
Dann, ja. Ach, die anderen Typen muss ich auch noch besiegen. Die unter denen da drunter sind, fällt mir gerade ein. Hoffen wir mal, dass wir hier welche finden. Cool, secret hidden place. Nein, nein, und nein. Wäre auch zu schön gewesen. Ein Tapas. Ich weiß, den Anspruch hatte ich schon. Ich wollte es nochmal erwähnen. Außentoppers, Innengeschmack. Hier ist schon gleich wieder der Gang runter. Ist mir gerade viel zu einfach, wisst ihr das? Klar, man soll es ja auch nicht gleich am Anfang so schwer machen, aber... Hallo? Ah, da haben wir doch schon eine Herausforderung. Was zum Käferfleisch? Eine Zwergenschiffsrolle. Was war denn das? Zwergenschiffsrolle? Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Guni, Guni. Ich habe eine Zwergenschiffsrolle gefunden. Komm ich jetzt ins Guinness-Buch der Rekorde? Ist das hier überhaupt? Wahrscheinlich nur für Fische. Ey, du hast so einen großen Fisch gefangen. Junge. Gehen wir in Etage 24. So, wir suchen hier den Ausgang. Ein Pilz? Na, jetzt wird's aber schön. Wisst ihr, manchmal sind so ein paar klitzekleine Schnitte doch was richtig Schönes, oder? Haben Sie nicht etwas von Fußpilz? Schweiß? Keine Ahnung. Akne. Sucht es euch aus. Ich hänge zwischen der Entscheidung, hole ich mir eine neue, teurere Capture Card oder probiere es einfach mit einer neuen USB 3.0 Karte, die vielleicht die Capture Card unterstützt. Ich denke mal, eine gute, berechtigte Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Weil 50 oder 150. 50 Euro ausgeben und dann hat man das Problem. Hättest du mal 50 Euro mehr ausgegeben, 100 Euro mehr ausgegeben, dann hättest du das ganze Problem nicht. Aber nein, du warst natürlich zu geizig und wolltest es natürlich mit der Medium-Variante probieren. Also ich habe halt eine Capture-Karte. Also, ich denke mir, ihr könnt verstehen, worauf ich hinaus möchte. Es ist halt wirklich nicht gerade sehr einfach. Ich besiegen muss. Egal. Irgendwann. Doch, da ist einer. Ja, ich habe einen wieder. Einen mehr. Richtig? 3 von 5. Ach, schön. Verdammt, jetzt muss ich den Ausgang finden, ne? Ah, shit. Das hast du befürchtet. Ja, wo könnte wohl der Ausgang sein? Unterm letzten Stein. Ach, da ist er. Stufe 26. Wenn wir mehr Ressourcen haben, ich will jetzt einfach nur noch runter. Tiefer, tiefer und tiefer. In der Hoffnung. Oh, da geht's schon wieder runter. Unten könnte aber noch was sein. Ich meine, hier sind so viele von diesen Steinen. Warum sollte da nicht so eine Steinkappe dabei sein? Dann durchkommen, oder? Bist du eine Steinkappe? Nein, bist du nicht. Bist du eine? Nein. Und du auch nicht, ne? Nein, klar. Warum auch, ne? Steinkappe. Pff, ich, nein. Pff, nee, lass mal. Ich bin heute nur Stein. Ach, okay, danke. So, jetzt fehlen mir noch 3 Etagen. Ein Paradies. Aha, und du nervst mich sowas von. Hab ich? Nein, habe ich natürlich nicht. Warum auch? Wäre auch zu einfach, jetzt hier einfach mal eine Kirschbombe zu haben, ne?
Oh, da ist auch vielleicht der Ausgang. Perfekt. Verzichte ich auf die Steinkrabbe? Weil eigentlich habe ich ja noch einen Tag, oder? Oh, ernsthaft? Ja, komm. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ah, das ganze Kupfererz. Das ist so schön. Komm her. Okay, ich muss ganz schnell in Etage 30. Ist jetzt gerade mir vollkommen egal. Schnell runter. Etage 30, danke. Weil ich sehe gerade, wir haben es ganz schön spät. Wir sind erst 4 Minuten vorbei. Warum geht denn hier die Zeit schneller? Warum vergeht denn in der Höhle die Zeit schneller? Ah ne, halt, stopp. Moment. Ich habe ja in der Zwischenzeit eine Unterbrechung gehabt, ne? Das darf ich ja nicht vergessen. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Deswegen mal ganz schnell zurück. Und ganz schnell gucken. Wo ich gerade bin. Wie ich mich gerade anstelle und so weiter. So, jetzt habe ich nämlich vergessen zu gießen. Das muss ich jetzt nämlich noch ganz schnell machen, bevor die Nacht anbricht. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Erstmal alles hier schnell rüber. Okay, gut. Oh, verdammt. Ich habe wirklich das Gießen vergessen. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist meine ganze Ernte dahin. Über Nacht wahrscheinlich. Und das will ich einfach nicht. Also beeilen wir uns nochmal schnell. Verkaufen oder prüfen lassen oder so, das kann ich am nächsten Tag dann. Ach, Mist. Ist ein Witz. Was hat denn der denn? Oh nein. Ich brauche irgendwas zu essen. Weintrauben. Pilz weg. So. Hui. Das wäre jetzt echt eng geworden. Ja. Nein. Schnell beeil dich, Tro. Du hast nicht mehr viel Zeit. Du hast ein bisschen Zeitdruck. Jetzt ist so eine Sprenkleranlage gebraucht, ne? Aber ansonsten ist alles in Ordnung. So, so. Oh, oh. Okay. Ja, vielleicht hätte ich die Trauben jetzt nicht ganz so schnell essen sollen, aber nun gut. So, und jetzt habe ich sogar wirklich noch Zeit, die Gießkanne wieder wegzupacken. Und alles in Ruhe zu sortieren. So, das heißt, hier waren irgendwo die Samen. Da sind die Samen, die können runter. Die Sense kann auch runter. Wir können dann sortieren. Das kann hoch, das kann hoch. Das Holz kann runter. Das Käferfleisch kann hoch. Die Schriftrolle auch erstmal. Ich habe noch ein paar Minuten. So. Das hoch, das hoch, das hoch. Und ganz wichtig, bevor ich jetzt mich schlafen lege und die Folge beende, die Samen da rein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage einen wunderschönen guten Tag für euch, weil die Folge ja morgens kommt. Und ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.